Ich werde heute Abend über die rechte innere Haltung sprechen. Untertitel ist Abkehr von Leiden und Fördern des Heilsamen. Vor einer Weile hatte ich beschlossen, den achtfachen Pfad zu präsentieren. Das ist eine Darstellung des Praxisweges, die der historische Buddha bereits in seiner allerersten Lehre dargelegt hat. Und da diese Anleitungen viel zu umfangreich sind für einen Abendvortrag, beschreibe ich sie in 6 aufeinanderfolgenden Vorträgen. Ich habe aber nur 3 hier. Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle über den ersten Schritt, die rechte Sichtweise, gesprochen. Der Vortrag heißt rechte Sichtweise mit neuen Augen sehen. Und etliche von euch waren dabei. Zur Erinnerung, recht steht für unterstützend, für heilsam, für angemessen oder befreiend. Und heute folgt eben die rechte innere Haltung. Die nächsten 3, rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Lebenserwerb, habe ich und werde ich in einem Vortrag besprechen. Und die letzten 3 sind rechtes Bemühen, rechtes achtsames Gewahrsein und rechte Sammlung oder Stetigkeit des Geistes. Und rechtes Bemühen werde ich wahrscheinlich noch in diesem Retreat erläutern. Rechte innere Haltung, das Thema von diesem Vortrag, wird oft auch rechte Gesinnung genannt. Manchmal auch rechtes Denken oder rechte Absicht. Und man könnte auch rechte Umgangsweise sagen. All diese Übersetzungen und Beschreibungen sind korrekt und zeigen jeweils einen weiten Blickwinkel auf diesen wesentlichen Aspekt unserer Praxis. Der deutsche Mönch und Gelehrte des letzten Jahrhunderts, Janaponika Thera, definierte diese rechte innere Haltung oder Gesinnung als eine entsagende, hassfreie, friedfertige Gesinnung oder vielleicht eben Abkehr vom Leiden oder von dem, was Leidenschaft und Fördern des Heilsamen. In diesen ersten 2 Pfadfaktoren, eben der rechten Sichtweise oder rechten Erkenntnis und zweitens der rechten inneren Haltung, ist eigentlich alles enthalten, was eine Befreiung von allen emotionalen und mentalen inneren Leiden möglich macht. Wir brauchen aber unbedingt zuerst die rechte Sichtweise. Das heißt, wir müssen verstehen, was wir hier tun in dieser Praxis und wissen, wohin wir gehen auf diesem Weg. Das ist etwas, was wir in den täglichen Anleitungen zu erklären versuchen und gestern Abend auch einiges davon. Hier eine kurze Erinnerung, zumindest für diejenigen, die den Vortrag vor einem Jahr gehört haben und sich noch so ganz vage oder sogar noch sehr genau daran erinnern kann. Und übrigens, wer es gerne wirklich wissen möchte, der Vortrag, wie auch noch 60 andere Vorträge von mir sind, auf meiner Website zu finden. Also das wäre problemlos nachhörbar, rechte Sichtweise. Kurz gesagt, was das beinhaltet, heißt, sind 3 Aspekte, die wir verstehen müssen. Wir müssen das verstehen, was die 4 edlen oder 4 Wahrheiten genannt wird auf dem buddhistischen Pfad. Das heißt, wir müssen klar erkennen, was gemeint ist mit innerer Leidhaftigkeit und wissen, wie sie überwunden werden kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen Karma verstehen oder anders gesagt, wir müssen verstehen und begreifen, dass unsere Handlungen des Denkens, des Redens und des Tuns entsprechend den Absichten dahinter immer auf uns selbst wirken. Natürlich wirken sie oft gegen außen, vor allem wirken sie auf uns selbst.
Das heißt, ob die Absicht Ärger oder Begierde ist, oder ob sie Zuwendung und Großzügigkeit ist, das macht einen großen Unterschied für einem selbst. Nummer zwei. Nummer drei, wir müssen die Natur oder das Wesen aller Dinge erkennen. Oder zumindest mal zuerst verstehen. Das heißt, sehen, verstehen, dass alles im Dasein ein Prozess abhängigen Entstehens und Vergehens ist. Ein ständiger Wandel, ein lebendiger, dynamischer Prozess. Und dass nirgendwo ein unabhängiges Selbst oder Ich gefunden werden kann in dieser Prozesshaftigkeit. Und wenn ihr euch erinnert an die drei schwierigen Zustände, die ich heute Nachmittag erklärt habe, Schläfrigkeit, Ruhelosigkeit und Zweifel, ich habe jedes Mal bei jedem noch wieder erwähnt, wegen Ursachen und Bedingungen, die entsprechend zusammenkommen, entsteht Schläfrigkeit oder Ruhelosigkeit. Und wenn Ursachen wegfallen, fällt das auch wieder weg. Und das ist gemeint mit diesem Prozess des abhängigen Entstehens und Vergehens, was ganz elementar ist als eine Wirklichkeit, die wir verstehen müssen. Und wenn wir die vollständig erkennen, ist das große Befreiung. Aber zu Beginn ist es hilfreich, überhaupt zu verstehen, von was die Rede sein könnte. Wenn wir die rechte Sichtweise eben haben, dann trifft Ute Janias Aussage zu, das ist ein bekannter burmesischer Meditationsmeister. Wenn wir die rechte Sichtweise haben, haben wir auch die rechte innere Haltung. Die beiden gehen zusammen. Weil umgekehrt nur dann, wenn wir die rechte Sichtweise haben, kann die rechte innere Haltung überhaupt entstehen. Mit dieser rechten Innenhaltung sehen wir immer klarer, welches unsere jeweilige momentane Umgangsweise ist, mit der wir den Moment zu Moment mannigfachen Erfahrungen begegnen. Wir sehen, ob Ablehnung da ist oder Befürchtung da ist. Wir sehen, Anhaften oder Verlangen da ist. Oder wir sehen, wenn es die richtige oder die rechte innere Haltung ist, eben eine entsagende, hassfreie, friedfertige Gesinnung, wie Nyanaponikathera es nennt. Oder die Frage, ist es eine Abkehr von dem, was Leidenschaft und ein Fördern des Heilsamen? Wenn wir sehen, was da ist, welche Haltung da ist, ob es nun die rechte innere Haltung ist oder eine, die nicht sehr hilfreich ist, wesentlich ist, in der Meditation nicht gleich zu reagieren, auch wenn wir sehen, dass sie unheilsam ist. Wir wissen, eine heilsame innere Haltung wäre eine Haltung, die liebevoll, gelassen, offen, annehmend, nicht anhaftend ist. Aber die haben wir nicht immer. Wir praktizieren in der Richtung, aber oft werden wir sehen, das, was jetzt gerade da ist, ist überhaupt nicht liebevoll, überhaupt nicht gelassen. Dass wir da nicht gleich versuchen zu reagieren und die falsche, ich sage es jetzt absichtlich, die falsche oder die unhilfreiche Haltung zu ersetzen mit einer richtigen. Das kann man so lehren und so praktizieren und ich habe es lange Zeit so gelehrt. Mittlerweile ist mir klar geworden auch, dass es eigentlich hilfreicher und relevanter ist, wenn wir spüren, welche Haltung wir haben und was die mit uns macht. Und wenn es eine nicht hilfreiche ist, eine unheilsame Haltung, dass wir spüren, was das macht, nämlich es bewirkt etwas, was wir eigentlich gar nicht möchten. Wie ein endloses Beispiel mit dem Ofen. Wir hatten zu Hause einen Holzofen und Mutti hat gesagt, ist heiß. Macht weh. Das hat mich nicht besonders beeindruckt. Ich habe schon verstanden. Bis ich den Ofen berührt hatte einmal. Er war wirklich heiß. War wahnsinnig schmerzhaft. Und dann habe ich es von da an verstanden. Weil ich es gefühlt habe. Nicht, weil man mir es gesagt hat. In dem Sinn, wenn wir
spüren, dass eine unhilfreiche Haltung da ist, schaut, was das macht mit einem. Wenn wir schläfrig sind und spüren, was das macht mit uns und uns dann noch darüber ärgern, die innere Haltung der Schläfrigkeit gegenüber ärger ist, dann merken wir, Schläfrigkeit war noch nicht so wahnsinnig unangenehm, vielleicht sogar okay. Aber der Ärger dazu macht es mühsamer und schlimmer und enger. Und wenn wir dann als gute Meditierende, als schlaue Meditierende noch uns verurteilen, sagen, du solltest nicht immer mit Ärger, jetzt hast du schon wieder mit Ärger reagiert, dann haben wir Schläfrigkeit mit einer unhilfreichen Haltung der Aversion, des Ärgers, plus noch eine unhilfreiche Bewertung. Das ist ein klassisches Modell, wie wir uns das Leben und vor allem auch die Meditation mühsam machen können. Das ist auch was gemeint ist mit sich selbst Leidenschaften. Nicht gleich reagieren, sondern hinspüren. Dieses Erkennen davon, was die verschiedenen Haltungen mit uns machen, das ist Erkenntnis. Sogar wenn wir es eindeutig genug merken, dann hören wir sofort auf. So wie wenn wir den Ofen berühren, dann heißen, dann werden wir nicht den Ofen noch lange berühren und denken, okay, also das ist heiß und das brennt. Meine Finger sind schon viel kürzer als noch vorhin. Im Moment, wo wir es merken, bumm, lassen wir los. Hören wir auf damit, was, worum es geht und was gemeint ist mit befreiender Erkenntnis. Also nicht etwas, was wir dann nach 30 Retreats irgendwie wahnsinniges Ding geschieht, sondern nicht gerade in jedem Moment, aber in vielen Momenten, sogar in einer Sitzung, können wir sehen, wie wir uns Leidenschaften. Und wenn wir das auch spüren und merken, wie das passiert, können wir es gleich lassen. Das ist auch die erste edle Wahrheit. Wir sehen, da ist Leiden und die Befreiung. Aufhören damit. Das heißt, wir erkennen, dass uns unheilsame Umgangsweisen Leiden schaffen. Umgekehrt, und das ist Uddhajaniya, ermöglicht uns die rechte Haltung in entspannter und wacher Weise zu anerkennen, zu akzeptieren und zu beobachten, was abläuft. Sei es nun angenehm oder unangenehm. Und wir müssen beide, die angenehmen und die schwierigen Erfahrungen, akzeptieren und beobachten. Jede Erfahrung, ob angenehm oder unangenehm, ob erwünscht oder unerwünscht, gibt uns die Gelegenheit zu lernen und zu erkennen, ob der Geist die Dinge so akzeptiert, wie sie sind, oder ob er anhaftet, ablehnt, reagiert oder wertet oder verurteilt. Ein offensichtliches Beispiel vom Retreat. Die Aussicht auf die schöne Landschaft erinnert uns an unsere Ferienpläne. Eigentlich machen wir Gehmeditation, aber wir vergessen Achtsamkeit des Sehens. Und eine Vorstellung über die Zukunft, die sehr angenehm zu werden verspricht, die Verlangen und Sehnsucht entstehen lässt, ist da. Ferien könnte man, sind wir schon woanders. Die Idee ist, dass wir mit achtsamem Gewahrsein erkennen und spüren, was läuft. Dass wir merken, was läuft und dann anstatt in Verlangen und Anhaften uns zu verlieren, schauen, ob wir diese innere Haltung der nicht identifizierenden, nicht ergreifenden Gelassenheit üben können. Sind wir achtsam, wir merken Ferienpläne, okay, und vergehen sie. Wenn ich es nicht merke, verliere ich mich darin und allerlei Anhaften und Verlangen und Vorstellungen entstehen. Oder wir realisieren, dass wir uns gerade über einen Mitteilnehmer im Retreat ärgern. Ich weiß nicht, was er tut, aber irgendetwas, was uns ärgert, soll vorkommen. Wir sind hin und her gerissen zwischen, ich sollte eigentlich nicht ärgerlich sein, einerseits, und andererseits, bei dem Kerl habe ich allen Grund, ärgerlich zu sein. Beide Reaktionen sind nicht sehr heilsame Umgangsweisen.
Was uns wirklich weiterhilft, ist das Erkennen des Ärgers und das Sehen und Spüren, dass es sich dabei um ein ziemlich unangenehmes Gefühl handelt, welches uns in keiner Weise Vorteile schafft, noch, dass es das Verhalten dieser Person, des Kerls, verbessern wird. Das ist das Interessante, wenn wir uns über jemanden ärgern, haben wir einerseits das Gefühl, wir sollten uns fast ärgern, oder zumindest ist es gerecht. Und ganz mystisch, magischerweise hoffen wir auch noch, dass wenn wir uns genügend ärgern, dass das der Person irgendwie etwas macht oder sie verändert. Vor allem im Schweigen finde ich das besonders interessant. Oder wenn ich in der Zeitung lese über eine bestimmte Person, die 5000 Meilen westlich von hier wohnt, lebt. Die Person, die wieder mal was völlig Stupides rauslässt oder tut. Und dann das Gefühl, man müsste sich doch fast empören. Weil wohin käme man, wenn man sich da jetzt nicht empören würde oder ärgern würde? Erstens mal, die Person, wer immer das sein mag, ist Westen. Wird nie etwas davon wissen, dass ich mich geärgert habe. Zweitens, wenn sie es wüsste, wäre es ihr wahnsinnig egal. Es ist wie, ich sitze hier, ich lese oder schaue und dann ärgere ich mich und das ist mühsam. Das tun wir. Für nichts. Ich finde das phänomenal. Das wäre der Moment, bereit zu sein, diesem Ärger mit einer anderen inneren Haltung zu begegnen. Zu schauen, ah, so ist es, uns dann zu akzeptieren und zu fühlen, was es mit uns macht. Heißt, kein dafür, kein dagegen, kein Ausweichen, auch kein sich darin involvieren und auch kein Verdrängen. Voll und ganz wahrnehmen, was da ist. Das ist die rechte innere Haltung, die rechte Umgangsweise. Und das sind Momente, in denen wir lernen können, was tatsächlich Leidenschaft und was befreit. Befreien tut eben eine entsagende, hassfreie, friedfertige Gesinnung. Und das ist eben die Abkehr von dem, was Leidenschaft. Oder wir realisieren, dass wir einem Mitteilnehmer oder einer Mitteilnehmerin hier im Retreat gegenüber Gefühle des Verlangens und des Anhaftens verspüren. Und vielleicht sind wir hier auch hin und her gerissen zwischen der Möglichkeit, das ist jetzt wirklich nicht sinnvoll in einem Retreat und ich sollte diese Gefühle möglichst überwinden, also das nicht okay für die Gefühle. Oder vielleicht sollte ich doch etwas unternehmen, die Chance, einen gleichgesinnten und auch noch gut aussehenden Mann, Frau zu finden, ist selten und speziell. Und beide Reaktionsweisen sind natürlich nicht sehr heilsam oder hilfreich, besonders nicht in Schweigeretreats. Was uns weiterbringt, ist das Erkennen der Gefühle des Verlangens oder des Anhaftens, das Sehen und Spüren, dass es sich dabei um ziemlich unangenehme Gefühle handelt. Die tatsächliche Begegnung mit dieser Person könnte vielleicht wirklich angenehm sein, wer weiß, aber die Gefühle sind es nicht. Und bei Verlangen und Anhaften und Sehnsucht ist es noch viel schwieriger, wirklich zu spüren, wie unangenehm sie sind, weil wir sie verwechseln mit dem, was wir haben möchten, was möglicherweise angenehm wäre oder sein wird. In Hunderten und in Tausenden von Einzelgesprächen bin ich unzählige Male gefragt worden, wie man mit Ärger, Wut, Hass, Ängsten und so umgeht. Fast nie fragt mich jemand, wie man mit Verlangen und Sehnsucht und Anhaften umgeht. Die Angst, vermute ich, dass man ihnen dann das, wonach sie sich sehnen, wegnehmen würde. Aber es ist ganz hilfreich und wichtig, den Unterschied zu sehen zwischen angenehmen Dingen oder Menschen oder Erfahrungen und Verlangen. Denn zwei völlig verschiedene Dinge und Verlangen fühlt sich nicht gut an. Aber das muss man selber überprüfen und immer wieder spüren, bis man es langsam glaubt. Auch hier zuerst dem Verlangen mit Akzeptanz begegnen, damit wir fühlen und spüren können, wie es sich anfühlt.
Also zuerst mal kein Dafür, kein Dagegen, kein Ausweichen, kein sich involvieren und auch kein Verdrängen. Einfach voll und ganz wahrnehmen, was da ist. Einmal mehr ist das die rechte innere Haltung oder die rechte Umgangsweise. Ich denke, ich wiederhole mich endlos, aber da sieht man, wir glauben immer wieder in der Meditation, gehe es darum, die richtigen Erfahrungen, die guten Gefühle, die rechte Meditationserfahrung hinzukriegen. Und in Tat und Wahrheit geht es darum, zu lernen von dem, was läuft. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und das Lernen von dem, was läuft, ist viel einfacher, weil wir nichts ändern müssen. Das richtig hinkriegen, da kommen wir ja immer wieder zu Retreats und noch wieder zu einem Retreat in der Hoffnung, in den nächsten Retreat, jetzt gehe ich mal in 3 Monate Kurs im IMS, dann werde ich es hinkriegen. Falls jemand schon gebucht hat, geht nicht, weil das kriegt er auch nicht hin. Es wird manchmal sehr angenehm sein und manchmal sehr mühsam. Wenn man hingeht, um zu lernen, kann man phänomenal viel lernen. Aber wenn man hingeht, um etwas Bestimmtes hinzukriegen, vergesst. Und auch hier, wirklich lernen. Nochmals, Saito Utechaniya, Teil Wiederholungen. Rechte innere Haltung heißt, die rechte innere Einstellung zu haben, um zu meditieren. Wir nehmen uns die Praxis wirklich zu Herzen. Die rechte Haltung erlaubt uns, in entspannter und aufmerksamer Weise zu beobachten, zu anerkennen und anzunehmen, was immer in jedem gegebenen Moment an den 6 Sinnestoren ankommt, beim Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Empfinden, Denken und so weiter. Ob das, was geschieht, als gut oder als schlecht beurteilt wird, ist irrelevant. Wird es mit der rechten Haltung betrachtet, wird es zu einer Erfahrung des Lernens, in der wir die Reaktionen sehen, die diesem Urteilen folgen. Wir versuchen also nicht, die Dinge so hinzukriegen, wie wir sie haben möchten. Wir versuchen vielmehr zu wissen, was geschieht, so wie es geschieht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich denke, das ist so essentiell. Und wenn wir das verstehen, können wir uns so wahnsinnig viel Zeit sparen. Ich meine, nutzlose Meditationszeit. Tejaniya noch weiter. Prüft bitte eure Haltung, bevor ihr mit der Meditation beginnt. Was sind die unterliegenden Ideen oder Haltungen, mit denen ihr meditiert? Wollt ihr friedvolle Zustände oder wollt ihr lernen zu verstehen, was tatsächlich geschieht in Herz und Geist? Der Geist kann nie wirklich ruhig werden, wenn ihr bestimmte andere Erfahrungen haben möchtet als diejenigen, die in diesem Moment stattfinden. Keine Erfahrung ist eine Störung oder Zerstreuung, wenn wir achtsam sind. Denn alle Erfahrungen sind Dhamma oder Natur, das heißt, sie entstehen aus Ursachen und Bedingungen, nicht weil wir sie machen. Was im Körper passiert, was im Geist passiert, alles ist Dhamma, alles ist Natur. Alles entsteht aus Ursachen und Bedingungen. Nichts gehört mir oder dir. Sich heiß fühlen ist einfach sich heiß fühlen. Wir fühlen uns dann heißer, wenn wir Besitz ergreifen von der Hitze als meine und eine Abneigung dagegen entwickeln. Keine Erfahrung ist besser als die gegenwärtige. Was zählt ist, dass der Geist wahrnimmt und gewahr ist. Und was zählt ist, wie der Geist die momentane Erfahrung betrachtet. Und die wichtigste Frage hier, betrachtet der Geist die momentane Erfahrung mit heilsamen oder mit unheilsamen inneren Qualitäten? Zitat Ende. Und jetzt zu den einzelnen Aspekten von rechter innerer Haltung. Und ich muss vorausschicken, dass ich die 3 Aspekte hier ungleich ausführlich behandeln werde. Viel über Abkehr, Entsagung, Loslassen, und wenig über liebevolle Güte und Mitgefühl, weil wir über die Letzteren noch viel mehr sagen werden. Ursula wird darüber sprechen und am Morgen gibt's die Meditation einmal im Tag.
der liebevollen Güte. Also Nummer 1 ist Abkehr vom Leid, Leidenschaffenden. Entsagung ist das offizielle Wort. Und zuerst Sokrates, der gesagt haben soll, wie zahlreich sind doch die Dinge, deren ich nicht bedarf. Entsagung ist nicht gerade ein Modebegriff, glaube ich, würde man sagen. Entsagung klingt nicht sehr sexy. Für manche etwas leichter verdaulich sind Abkehr oder Loslassen. Schon Loslassen nicht genau dasselbe ist. Ganz genau ist das Aufgeben von Verlangen, Ergreifen und Anhaften damit gemeint. Es ist nicht so sehr das den Dingen entsagen, sondern der Haltung des Anhaftens, des Verlangens zu entsagen. Ausführlicher gesagt bedeutet Abkehr, dass wir uns von leidenschaftendem Verhalten abkehren und uns glückbringendem Verhalten zuwenden. Amit Ray beschreibt es so. Entsagung heißt nicht, den Namen oder das Gewand zu wechseln, sondern es bedeutet, seine Haltung gegenüber dem Leben zu verändern. Entsagung heißt nicht, die Haare vom Kopf zu entfernen, außer man hat keine mehr, sondern es heißt, unheilsame oder leidenschaftende, mühsame Gedanken in unserem Geist zu vermeiden. Entsagung heißt nicht, von Verantwortung und Handeln wegzurennen, sondern es bedeutet, sich auf jenes Verhalten und Handeln auszurichten, welches glückbringend ist für die ganze Welt. Vielleicht kann man auch sagen, Abkehr ist der Preis, den wir bezahlen müssen, um tiefere, befreiende Erkenntnis und inneren Frieden erlangen zu können. Bhikkhu Bodhi schreibt, von Verlangen zu Abkehr zu gehen heißt, sich von groben, vereinnahmenden Vergnügungen zu erhabenem Glück und Frieden zu bewegen. Verlangen schafft letztlich Angst und Sorge, während Abkehr Furchtlosigkeit und Freude erzeugt. Abkehr läutert auch das Verhalten, unterstützt die Sammlung und nährt den Samen der befreienden Weisheit. Padampa Sangye, das ist der Meister von Machi Klapdrön, die Tsultrimalione in ihrem Buch beschreibt. Er rät den Leuten von Tingri, das ist ein Ort in Tibet, Verlangen und Hass erscheinen, aber sind wie Vögel im Flug, keine Spur hinterlassend. Seid frei von Anhaften an Erfahrungen, o Leute von Tingri. Gedanken des Anhaftens und der Ablehnung sind wie Regenbögen im Himmel. Es gibt nichts in ihnen, was erfasst oder ergriffen werden könnte, o Leute von Tingri. Es klingt einfach, aber dass es weit weniger einfach ist, als es klingen mag, Verlangen oder Ablehnung sein zu lassen, das besingt Kabir, der große indische Mystiker. Er sagt, ich gab schön genähte Kleider auf und trug ein Bußgewand. Eines Tages merkte ich, dass dessen Stoff schön gewoben war. Darum kaufte ich Sackleinwand. Aber ich warf sie immer noch elegant über meine Schulter. Ich bändigte mein sexuelles Verlangen und entdeckte, dass ich nun öfters wütend wurde. Ich gab Ärger und Wut auf und merkte, dass ich nun gierig war. Ich habe hart an der Auflösung meiner Gier gearbeitet und jetzt bilde ich mir etwas darauf ein. Kabir sagt, höre mein Freund, es gibt nicht viele, die den Pfad finden. Das ist nur so zur Inspiration. Was Abkehr oder Entsagung ganz konkret bedeutet, ist Folgendes. Einige Möglichkeiten. Manche wählen den Weg des Nonnen- oder Mönchseins, um sich vollständig und ausschließlich dem Weg zur Befreiung widmen zu können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich einen Brief lesen von Dingo Kenzi Rinpoche. Er war der Sohn eines tibetischen Landadligen,
der im Alter von 13 Jahren gegen den Wunsch seiner Eltern sein Zuhause verließ, um sich für etwa 20 Jahre in die Höhlen und Klausen der Berge seiner Heimat ins Einsiedlerleben zurückzuziehen. Mit dem festen Entschluss, alles zu verwirklichen, was in diesem Leben mittels der buddhistischen Lehren und Praktiken möglich ist. Einer der wahrscheinlich größten tibetischen Meister des letzten Jahrhunderts, Dingo Kenshi Rinpoche. Er wurde später zu einem der meistgesuchten und höchst verehrten Lehrer unzähliger tibetischer und westlicher Dharma-Praktizierender. Das war der Lehrer von Mathieu Ricard, falls jemand Mathieu Ricard kennt. Und er war auch Lehrer des Dalai Lama und anderer Meister. In seinem Brief, Abschiedsbrief an seine Eltern mit 13, schrieb er: Meine geliebten Eltern, ihr habt mir ein menschliches Leben gegeben mit seinen Freiheiten und Vorteilen. Ihr habt von Anfang an voll Liebe für mich gesorgt. Da ihr mir zur Begegnung mit einem wahren Meister verholfen habt, verdanke ich es euch, den Weg zur Befreiung gefunden zu haben. Nachdem ich vom Leben meines vollendeten Meisters gehört, darüber nachgedacht und meditiert habe, bin ich entschlossen, die weltlichen Dinge hinter mir zu lassen und durch einsame und unbewohnte Täler zu streifen. Vater und Mutter, bleibt in eurem schönen stattlichen Haus. Ich, euer Sohn, sehne mich nach einsamen Höhlen. Ich danke euch für die feinen, weichen Kleider, die ihr mir gabt, doch ich brauche sie nicht. Einfacher, weißer Filzstoff ist mir lieber. Meine wertvollen Dinge lasse ich zurück. Die Bettelschale, ein Wanderstab und Mönchsgewänder genügen mir. Ohne Bedauern wende ich mich von Luxus und Reichtum ab. Ein Buch mit tiefgründigen Ratschlägen ist alles, was ich ansammeln möchte. Aus diesem Garten voll prachtvoller Blumen ziehe ich in die Einsamkeit hochaufragender Felsen. Ich brauche keine Diener, die nur Ärger und Abhängigkeit hervorrufen. Vögel und wilde Tiere sind die einzigen Gefährten, nach denen ich mich sehne. Als mein erhabener Lehrer mir früher die Einweihung in die Geheimherzessenz gab, gelobte ich, aller weltlichen Geschäftigkeit zu entsagen und den Dharma zu praktizieren. Dieses Versprechen ist in mein Herz eingegraben. Ich kann nicht anders, als in eine Bergeinsiedelei zu ziehen. Euer Sohn wird sich in einsamen Tälern verbergen. Eure lächelnden Gesichter aber und eure liebende Sorge werden mir immer in Erinnerung bleiben. Und wenn ich die Zitadelle der Verwirklichung einnehme, wird eure Güte mit Sicherheit belohnt werden. Das ist die wahrscheinlich konsequenteste oder radikalste Möglichkeit. Abkehr oder Entsagung für andere Praktizierende heißt, die 5 klassischen Verhaltensregeln einzuhalten, die nicht absichtlich zu töten, zu verletzen, nicht zu nehmen, was uns nicht gehört, was uns nicht gegeben wurde. Kein sexuelles Verhalten, das Leidenschaft für irgendeinen oder eine der Beteiligten. Nichts sagen, was nicht wahr ist. Konsequente Ehrlichkeit. Und Verzicht auf Missbrauch von Alkohol, Missbrauch von Drogen und auch Missbrauch von Geld und von Macht. Noah Levine sagt dazu: Entsagung bedeutet nicht, dass wir Dinge verdrängen, sondern dass wir sie loslassen. Wir konfrontieren die Tatsache, dass gewisse Dinge uns und oder anderen Leiden schaffen. Entsagung ist hier der Entschluss, das loszulassen, was Leidenschaft. Es ist die Absicht, aufzuhören, uns selbst und andere zu verletzen. Und vor allem bedeutet es auch Ausrichtung auf jenes Verhalten und Handeln, welches glückbringend ist für die ganze Welt, um noch einmal die Worte von Amit Rai zu brauchen. Dann gibt es jene, die entscheiden, sich Tag aus Tag ein in Gewahrsein zu üben, um Verblendung abzubauen und somit immer weniger, immer seltener von Verlangen und Anhaften, aber auch von Ablehnung, Befürchtung vereinnahmt zu werden.
Und ganz besonders in der Meditation braucht es sehr viel Abkehr, wenn wir weiterkommen wollen. Also in dem, was wir hier tun, müssen wir uns ständig abkehren von unseren Gedanken und Geschichten, von unserer Vergangenheit und den Erinnerungen an Vergangenheit und unserer Zukunft und den Planen unserer Zukunft, die gleich in 2-3 Minuten oder nach dem Vortrag oder nach der Sitzmeditation oder die im nächsten Jahr oder in 20 Jahren aufgeben, der Gegenwart außer diesem jetzigen Moment. Und immer wieder, dass sich voll und ganz der nackten Erfahrung dieses Moments zuzuwenden. Und letztlich trifft es natürlich auch für unseren Alltag zu. Das ist etwas, was ich immer mal wieder höre. Wenn nach ein paar Tagen nach dem Retreat, Anführungszeichen, alles wieder weg ist, wie es manche ausdrücken. Ich hatte es schon, aber es ging wieder weg, etwa am Donnerstag. Das heißt, nein, wir hören Mittwoch auf, am Wochenende ging es weg. Was immer es war, Achtsamkeit, Sammlung, Ruhe, dann liegt das eben nicht nur an mangelndem Bemühen, dass wir uns nicht mehr wirklich bemühen, sondern ganz spezifisch auch an mangelnder Abkehr und Entsagung. Wenn man von Befreiung oder Erleuchtung spricht, stellen sich viele vor, dass sich dabei irgendeine großartige Show im Geist abspielen wird oder dass ein Zustand entsteht, in dem für den Rest des Lebens nur noch angenehme und wunderbare Erfahrungen auftreten. Tatsächlich entstehen innere Freiheit und Friede aus tiefem Loslassen. Denn es ist das Ende von Verlangen, es ist das Ende von Ergreifen und Anhaften. Das ist Befreiung. Der große Mahasiddha Tilopa sprach, Erscheinungen, die Dinge des Daseins, die binden uns nicht, aber anhaften tut es. Darum, o Naropa, trenne die Anhaftung ab. Und der große Dzogchen-Meister Patru Rinpoche hat diese Essenz der Befreiung wahrscheinlich am kürzesten zusammengefasst von allen. Er sagte, alles loslassen, alles, alles. Das ist der springende Punkt. Nicht wegwerfen, aber aufhören, anzuhaften, aufhören, zu ergreifen. Und bevor ich zum zweiten Aspekt gehe, nach der Abkehr und Entsagung, noch ein wichtiger Hinweis. Großzügigkeit, Freigebigkeit, geben, wegschenken, ist der aktive, handelnde Ausdruck von Entsagen und Loslassen. Wenn ihr meine Hand anschaut, wir festhalten, dann ist eine Bewegung, die Faust öffnet sich und der Griff wird gelockert. Das heißt, die Klebrigkeit des Anhaftens löst sich auf. Das ist die erste Bewegung, das, was ich gerade beschrieben habe. Loslassen, Abkehr, Entsagen, dem Verlangen und Festhalten. Die zweite Bewegung ist das darauf folgende aktive, engagierte Geben. Also zuerst müssen wir loslassen, wir können nicht großzügig sein oder geben, wenn wir nicht zuerst loslassen. Und dann das ist quasi der passive Teil loslassen oder gar nicht mal ergreifen. Und dann die zweite Bewegung. Aktives, engagiertes Geben entsteht ganz natürlich aus einem nicht verhafteten Geist und Herz. Das Geben von Materiellem, das Geben von Wissen, das Geben von Zeit, das ist eine außerordentlich spezielle Gabe, wenn wir heute Zeit geben, das ist Mangelware. Schenken von Aufmerksamkeit, von Zuwendung und vielem mehr. Das ist alles, hat mit Großzügigkeit zu tun. Wenn wir die Hand öffnen und verschenken. Und ich glaube, dass manche von uns Praktizierenden die Macht der Großzügigkeit gewaltig unterschätzen. Es ist eine außerordentliche Praxis. Eine wunderbare, freudvolle Praxis, die direkt und unmittelbar den Weg zur Befreiung fördert. Das ist nicht irgendein Beigemüse, sondern in dem Maß, wie wir Großzügigkeit üben, üben wir immer wieder das Loslassen, das Nicht-Ergreifen.
denke, für viele ist es wahrscheinlich sogar bedeutend wirkungsvoller als ein bisschen meditieren. Und es braucht auch weniger. Man muss nicht noch lange sich hinsetzen und all das Zeug, was es braucht zum Meditieren. Man hat eigentlich ständig Gelegenheit zur Großzügigkeit in verschiedensten Formen. Sharon Salzberg sagt, die Regung des Herzens, wenn wir Großzügigkeit praktizieren, widerspiegelt die Regung des Herzens, wenn wir loslassen. Es schafft ein freudiges Gefühl von Raum in unserem Geist. Und interessanterweise hat der Buddha unsere Ängste relativiert. Ängste, die aufkommen im Zusammenhang damit, dass wir dann auch zurückhaltend sind oder sogar engherzig sind beim Teilen oder eben beim Nicht-Teilen. Sagt, tausende von Kerzen können von einer einzigen Kerze entzündet werden. Und die Lebensdauer der Kerze wird nicht verkürzt. Glück nimmt nie ab durch Teilen. So viel zu Loslassen, Entsagung, Abkehr und Geben, Großzügigkeit. Das ist der ausführliche Teil dieses Vortrages. Der zweite Aspekt der rechten inneren Haltung ist nicht Ablehnung oder nicht Hass. Das Gegenteil von jeder Art von Ärger, Wut und Hass und Befürchtung und Angst. Und mit anderen Worten, es ist Metta, liebevolle Güte, Zuwendung, Fürsorge. Und wie schon gesagt, über Metta oder Güte ist schon viel gesagt worden und ab morgen werden wir sie üben für eine Sitzung pro Tag. Hier nochmals Sharon Salzberg. Metta ist die Fähigkeit, alle Aspekte unseres Selbst wie auch die der Welt zu umarmen. Metta zu praktizieren beleuchtet unsere innere Ganzheit. Weil wir vom Zwang befreit werden, gewisse Aspekte unseres Selbst zu verneinen. Wir können uns allem öffnen, mit der heilenden Kraft der liebevollen Güte. Wenn wir mit dieser Haltung präsent sind, ist unser Geist so offen und weit, dass er das ganze Leben in vollem Gewahrsein umfassen kann. Seine Freude und sein Schmerz. Ohne dass wir uns vom Schmerz verraten oder überwältigt fühlen. Also Metta, ein wesentlicher Aspekt der rechten inneren Haltung. Das heißt, dass Metta, liebevolle Güte, im Gegensatz zur Ablehnung heilend ist. Es ist eine wunderbare Kraft, die uns eigentlich jederzeit zur Verfügung steht. Immer dann, wenn wir die Erfahrung dieses Momentes mit Güte, mit Metta statt mit Anhaften oder Ablehnung begegnen, ist das die rechte innere Haltung. Immer wieder schauen, wie wir der Erfahrung des Moments begegnen. Und ich hoffe, es wird klar, es ist nicht so wichtig, was die Erfahrung ist, sondern wie wir damit umgehen. Können verschiedenste Dinge sein, hier im Sitzen oder im Alltag vor allem. Es kann eine unpassende Störung sein, es kann ein beleidigendes Wort sein, es kann Essen sein, das uns nicht passt, zu heiß, zu kalt, ein verpasster Zug oder eine schwere Krankheit oder ein Todesfall. Kurz noch zum Mitgefühl, dem dritten Aspekt von rechter innerer Haltung. Es ist die Gegenkraft zu Unbarmherzigkeit, Kaltherzigkeit und Härte. Eigentlich ist es die gleiche Herzensregung wie Metta, wie liebevolle Güte. Sie entsteht aber dann, wenn wir mit Leiden in Berührung kommen. Dabei ist die Voraussetzung, dass wir uns für das Leiden öffnen wollen und können. Und das ist oft sehr anspruchsvoll. Wenn nämlich die sogenannten nahen Feinde von Mitgefühl uns in die Quere kommen, und das tun sie recht oft, dann ist es nicht so weit her mit unserem Mitgefühl. Und ihr werdet es gleich erkennen, diese sogenannten nahen Feinde sind zum Beispiel Mitleid aus Aversion, aus Ablehnung, wir wollen es nicht spüren, also tun wir irgendetwas Mitleidiges.
aber es ist kein Mitgefühl, das wir im Herzen empfinden. Manchmal aus Schuldgefühlen. Irgendwie haben wir ein schlechtes Gewissen, also schicken wir was und schreiben einen Check oder irgendetwas. Ist auch gut für die, die es erhalten. Das spielt keine Rolle, woher es kommt. Ob aus echtem Mitgefühl oder aus nicht so echtem Mitleid. Aber bei uns selber hat es eine ganz andere Wirkung. Mitleid, das auf die armen Leidenden hinunterblickt. Wir tun was für diese armen Kerle. Ist vielleicht auch okay oder hilfreich für die, aber das ist nicht wirklich Mitgefühl, das ist nicht Karuna. Es ist immer, wenn wir getrennt sind, wenn wir distanziert sind. Und das Kunststück ist nicht Mitgefühl zu empfinden, sondern das Herz zu öffnen für das Leiden. Das ist das Kunststück. Wenn das Herz offen ist, entsteht Mitgefühl von selbst. Wenn nicht, manchmal immer noch gut, wenn wir so tun. Wenn es Mitgefühl ist, ist es eine der wertvollsten menschlichen Qualitäten, wie wir alle wissen. Und zusammenfassend, immer wenn wir unbehindert sind von Anhaften und Verlangen, frei von Aversion und Hass, dann ist unser Herz in Gelassenheit, ruht in Gelassenheit. Gelassenheit ist das Ende von Anhaften, Verlangen, Ablehnung, Widerstand, Ängsten. Das ist die rechteste der rechten Innenhaltung. Zum Schluss eine kurze Geschichte über Gelassenheit, aber eigentlich in dieser Geschichte, was Mangel ist an Gelassenheit. Ein Wandermönch kam an den Hof eines Königs und bat um Speise, die ihm reichlich gewährt wurde. Nach dem Mahl legte er das kleine Bündel seiner Habe in eine Ecke des Palastes und wandelte alsbald mit dem König durch den Schlossgarten. Der Mönch belehrte den Herrscher über die Nichtigkeit von irdischem Besitz. Über die Vergänglichkeit weltlicher Güter sprach er beredt und wurde nicht müde, den Segen der Besitzlosigkeit zu loben, eben der Abkehr. Der König wurde nachdenklich bei diesen Worten und sprach, »Deine Worte bewegen mich tief. Ich will gehen und der Welt von nun an entsagen.« Als sie sich zum Schloss zurückwandten und aufblickten, fuhr der König fort, »Sieh, wie mein Entschluss unterstützt wird. Mein Schloss brennt ab.« Bei diesen Worten rannte der Mönch auf das Schloss zu und rief, »Mein Bündel, mein Bündel!« Mangelnde Gelassenheit. Wenn es nicht nur einfach Gelassenheit ist, sondern heitere, liebevolle, mitfühlende Gelassenheit. Eben der Zustand ohne Ablehnung, ohne Verlangen, ohne Kaltherzigkeit. Dann ist es nicht nur die rechte, sondern die ideale innere Haltung für unsere Praxis, für die Meditation und für unser ganzes Leben.